Johann Rudolf Thorbecke, Staatsmann, 1820 bis 1821, Stumpfe Biel 13. Johann Rudolf Thorbecke. Johann Rudolf Thorbecke, geboren am 14. Januar 1798 in Zwolle, gestorben am 4. Juni 1872 in Den Haag, war ein liberaler niederländischer Politiker und Staatstheoretiker. Thorbecke gilt als Begründer der parlamentarischen Demokratie in den Niederlanden und als bedeutendster Staatsmann des Landes im 19. Jahrhundert. Wissenschaftliche Karriere. Bevor er in die Politik ging, machte Thorbecke eine Karriere als Wissenschaftler. Nach dem Besuch der Lateinschule in Zwolle und der gymnasialen Ausbildung am Athenäum Illustre in Amsterdam studierte er Altphilologie an der Universität Leiden, wo er auch promovierte. 1822 habilitierte sich Thorbecke als Dozent in Gießen. Dann publizierte er in Göttingen seine geschichtsphilosophische Arbeit über das Wesen und den organischen Charakter der Geschichte und wurde 1825 Professor der politischen Wissenschaften zu Gent. Die Belgische Revolution beendete seine dortige Lehrtätigkeit 1830 und er ging nach Leiden, wo er eine Professur der Rechte übernahm. Politische Karriere. 1840 wurde Thorbecke in die zweite Kammer der Generalstaaten berufen und ergriff die Initiative für eine durchgreifende Verfassungsreform, die er bereits durch seine Schriften gefordert hatte. 1845 legte er den vollständig ausgearbeiteten Entwurf einer Verfassungsreform vor, scheiterte aber mit 21 zu 35 Stimmen im Parlament. Unter dem Eindruck der revolutionären Unruhen in weiten Teilen Europas wurde er 1848 von König Wilhelm II. Beauftragt, mit einer Kommission unter seiner Leitung eine vollständige Revision des Grundgesetzes auszuarbeiten. Zentrale Punkte der Verfassungsreform waren die ausschließliche Verantwortung der Minister für die Regierung und damit die Entmachtung des Königs und die Stärkung der zweiten Kammer der Generalstaaten mit einer Direktwahl des Parlaments, bis nach dem Ersten Weltkrieg aber noch nicht mit allgemeinem und gleichem Wahlrecht. Am 3. November 1848 kam diese friedliche Revolution mit der Annahme durch das Parlament zu einem erfolgreichen Abschluss. Eine wichtige Rolle spielte dabei König Wilhelm II., der die Grundgesetzkommission eingesetzt hatte und selbst massiven Einfluss auf konservative Abgeordnete, vor allem der Ersten Kammer, genommen hatte, damit die neue Verfassung angenommen wurde. Nach eigenen Aussagen hatte er sich innerhalb einer Nacht vom Konservativen zum Liberalen gewandelt. In den folgenden Jahren war Thorbecke dreimal Vorsitzender des Ministerrates und gleichzeitig Innenminister. 1849 bis 1853, 1862 bis 1866 und 1871 bis 1872. 1866 wurde ihm der Ehrentitel eines Staatsministers verliehen. Thorbecke wird als streng, schroff, sogar rücksichtslos beschrieben und geriet in Auseinandersetzung mit Wilhelm II. Und noch mehr mit Wilhelm III. Bei Protestanten machte er sich mit der Zulassung katholischer Bistümer unbeliebt und selbst politische Weggefährten brachen mit ihm. Dennoch gelang es ihm, die Niederlande grundlegend zu reformieren und zu einem modernen und liberalen Staat umzuwandeln. In seiner Amtszeit fiel zudem 1863 die Aufhebung der Sklaverei in Niederländisch-Westindien.